Das Gipfel war fein. Sehr gut. Im Weiberhaken heute geht es hoch auf, mit dem Remo Käser auf den Siloturm. Remo arbeitet in Burgdorf beim Mischfutterproduzent Kunz Kunat. Ich habe ihn getroffen, bevor er sich am emmentalischen Schwingfest verletzt hat. Wow, ich habe es gefunden. Schau. Hallo zusammen. Hoi, Alin. Ciao, Remo. Hoi. Du bist Hoi, da. Alin. Ciao, Adrian. Ja. Der Chef und Vater vis-à-vis da im Büro. Schön. Genau. Das ist ja für euch auch normal, gewöhnlich. Ja, es ist ja so. Also mit Dico etwa gleich und von dem her funktioniert das bestens. Ja. Man kann schwingen und arbeiten, gut voneinander reden. Schon. Habt ihr noch nicht über das Schwingen diskutiert heute? Bis jetzt nicht. Dazugekommen, nein. Ja, du hast sicher viel zu tun. Du hast auch nicht Zeit für noch grosses Diskutieren und zu fachsimpeln. Das ist so. Momentan läuft relativ viel. Es kommen viele Eingänge. Aber am gescheitsten gehen wir heute zusammen schauen. Ja. Und ich zeige dir sehr gerne, ein bisschen, wie es hier so läuft und so umhergeht. Vorher gibt es den Rückblick auf das letzte hiesige Schwingfest. Im Schlussgang des emmentalischen Schwingfests Hasli-Rüegsau stehen sich die gleichen zwei gegenüber, die schon am Morgen im ersten Gang zusammengegriffen haben. Der Lokalmatador Matthias Eschbacher und der Oberländer Simon Anderegg. Am Morgen noch hat es einen Gestellten gegeben. Im Schlussgang geht es ein paar Sekunden und der Anderegg liegt auf dem Rücken. Oh! Blitzsieg vom Eschbacher. Nein, der Eschbacher hat gewinnt. Hei. Für den Eschbacher ist es der 12. Kranzfestsieg und gleichzeitig der erste an einem emmentalischen. Und das erst noch vor Heimpublikum. Für den Anderegg ist es das erste Festtür nach seiner Rippenverletzung. Er ist also zurück. Der Remo Käser hingegen verletzt sich im dritten Gang und fällt 4 bis 6 Wochen aus. Er hat das Innenband vom Knie gerissen. An seinem Arbeitsplatz haben wir den Remo vor dieser Verletzung getroffen. Also hier habe ich ja angefangen. Das ist das Lager von uns, das gesackte Lager. Das meiste wird natürlich heute losen, an Endkunden weitergeben. Aber gleich noch einen kleinen Teil gesackt. Und das war das, was ich am Anfang hier gemacht habe. Das Ganze kommissioniert für die Lastwagenzwecke gemacht. Und nachher, wo es mit dem Lastwagen weiter ein Kunde transportiert worden ist. Schade, dass man nicht schmeckt, wie es hier innen schmeckt. Sehr fein, eigentlich so ein bisschen wie ein zusammengemischtes Granola. Hast du auch schon probiert von diesem Futter? Nein, probiert habe ich noch nicht. Das ist ja auch für Tiere und nicht für Menschen. Oder? Ja. Und, auch nicht für Schwingen. Es gibt manchmal, dass ein Säckchen Milchpulver geht. Dann hat es schon der eine oder der andere gegeben. Ich weiss jetzt zum Beispiel vom Bär, hat das auch schon probiert. Er hat gesagt, es sei noch gut, so ein bisschen süßlich. Aber ich hatte noch nie das Bedürfnis, so etwas zu probieren. Oh, das schmeckt speziell. Hä? Das schmeckt speziell. Du hast eine gute Nase. He? Du schmeckst alles. Ich schmecke alles, ja. Jetzt hast du ja noch eine Ausbildung, die du auch noch machst. Agrokaufmann. Immer am Samstag gehst du in die Schule, wo du nächstes Jahr abschliessen willst. Was bringt dir das nachher für hier für den Betrieb? Ja, hier angefangen am Lager. Und mein Ziel war eigentlich, weil es mir hier sehr gut gefällt, mich auf diesem Beruf weiterzuentwickeln. Und habe nachher gefunden, dass ich jetzt die 3 Jahre auf mich nehme und dafür nachher dann, sei es im Einkauf, im Marketing oder auch im Verkauf, kann tätig sein. Und ich glaube, für das braucht es einfach heute so eine Ausbildung. Prüfung, Arbeit. Das ist ja so, wird einem nicht erspart. Ja. Gehört halt dazu, gell? Mal das wird gerne eine Woche einmal abgestaubt. Ja. Aber da ist natürlich so viel Stauber Luft, das kannst du nicht umgehen. Ihr habt gut, so mit den Mitarbeitern. Ja, sehr weißt, gut. Wie ist es so für Sie zu wissen, der Remo Käser ist hier im Betrieb oder auch für Kunden? Ja, es ist natürlich manchmal so, wenn einer den Noah anruft, der vielleicht vorher einer mit dem Vater zu tun hatte, dass dann sagt Sally auch du. Und dann sagt ja, nein, ist der Remo dran. Aber wir sind ja beide in der gleichen Abteilung tätig. Von dem her denken wir sich nachher auch schon. Und jetzt haben wir, glaube ich, Appointments treffen mit dem Chef. Genau. Gehen wir schauen. Urti vom Turm rauf. Der neue Siloturm, wo Soja und Getreide drin gelagert sind, ist 60 Meter hoch und steht seit letzten August. Dank ihm kann Kunz Kunat mehr Vorräte lagern. Musst du noch ein bisschen klettern für da rauf? Ja, ja. So, das ist ein schöner Ausblick hier von unserem neuen Siloturm. Sehr schön.
Ja, Remo, du vermarktest dich relativ gut auf deiner Internetseite. Über Badtüchli, Tassli, Kleber kann man alles von dir kaufen. Ist das für euch, für die Firma, für Kunstkunat, ist das ein Vorteil? Dass er da so wie Werbung macht? Ich denke schon, ja. Also, so ein gutes Aushängeschild zu haben, ist immer ein Vorteil. Oder? Er ist natürlich einer, der Freude macht in den Leuten, ein positives Auftreten hat, immer gut gelaut. Und das ist das, was zählt. Was gibt es vielleicht auch für Nachteile? Oder wie würdet ihr es als Geschäftsführer zusammenfassen? Nachteile weniger, aber es gibt natürlich immer Neider, die das Gefühl haben, wieso müsst ihr jetzt noch dort etwas unterstützen und vielleicht auch noch bei anderen Begehrlichkeit wecken, die auch ein Sponsoring wollen, aber wir sind da. Das sehr beschränkt für den Remo gemacht. Was ist er sonst so für einen? Was würdet ihr sagen? Oder muss er schnell weglassen im Betrieb? Ich glaube es nicht. Also, wenn ihr jetzt ein Arbeitszeugnis würdet schreiben über ihn, was würde dort drin stehen? Also, man merkt schon, dass der Remo natürlich ein Spitzensportler ist. Die sind einfach viel ehrgeiziger, aufs Ziel fokussiert. Manchmal ist er fast zu schnell für einen Berner. Und das tut manchmal die anderen überfordern. Hast du das gewusst, Remo? Habe ich so noch nie gehört, aber du hast etwas gut von mir. Also auf alle Fälle. Das ist sehr lieb, natürlich. Jetzt haben wir hier einen wunderschönen Ausblick. Das ist der Moment, Remo, für Ausblick zu machen, auch so ein bisschen auf deine Karriere in diesem Jahr vom Eidgenössischen. Wo siehst du dich, wenn das ESAF vorbei ist, Ende August? Ja, schön wäre natürlich, wenn jetzt die ganze Saison so läuft, wie wir das vorstellen. Schön wäre sicher, wenn ich unfallfrei in die Saison gehen könnte. Ich denke, wenn du das erreichst, ist schon sehr viel gemacht, weil du sammelst mit jedem Wettkampf wieder gewisse Erfahrungen, die nachher sicher in Pratteln kannst mitnehmen kannst. Sicher das prioritäre Ziel im Eidgenössischen wird dort krank sein. Trotz der Knieverletzung, die es in der Zwischenzeit beim Remo gegeben hat, bleibt er positiv. Im Sportjäger gelernt, immer einmal mehr aufzustehen als umzugehen, schreibt er auf Instagram. Remo, ganz gute Besserung und bis gleich im Sagmau.